Heutzutage gibt es eine so große Auswahl an Fußballschuhen wie nie zuvor. Wie entscheidet man da aber, welches Paar für einen genau das Richtige ist? Adidas verspricht uns mit dem neuen Predator einen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen Modellen. Und ob das stimmt, finden wir heute heraus. Der Predator Mutator ist unschwer erkennbar mit Gummispikes ausgestattet. Fast 400 Stück auf dem 20.1er Modell. Die sollen eben dafür sorgen, dass man dem Ball mehr Ife mitgeben kann. Und das probieren wir direkt mal aus. Dafür bin ich jetzt zur Eckfahne gegangen. Ich werde versuchen, den Ball von hier reinzudrehen und wir werden den alten mit dem neuen Predator vergleichen. Jeweils 5 Schüsse und dann schauen wir direkt mal, ob sich diese Gummispikes bemerkbar machen. Das waren mit beiden Schuhen auch tatsächlich die ersten 5, die ich gerade geschossen habe. Und ich würde sagen, das Ergebnis spricht so ein bisschen für sich. 5 von 5 mit dem neuen. Man hat tatsächlich ein bisschen gemerkt, dass man dem Ball mehr Ife mitgeben kann. Also durch die Gummispikes ist der Ball so ein bisschen mehr kleben geblieben. Ich kann das schwer beschreiben, aber man hat es gespürt. Trotzdem muss man natürlich sagen, es hängt immer noch vom Spieler ab. Also ich hätte auch mit dem normalen Predator 5 von 5 machen können. Aber der neue hat hier wirklich unterstützend gewirkt. Und schaut mal, die drei sind wirklich genau auf derselben Stelle gelandet. Talk about Konstanz, das ist schon mal ein ziemlich guter erster Eindruck. Die Gummispikes sind 3 mm hoch und was ich mich dabei anfangs direkt gefragt habe, ist, ob sie den First Touch oder allgemein die Ballkontrolle negativ oder vielleicht sogar auch positiv beeinträchtigen. In Sachen Ballkontrolle haben sich die Schuhe weder positiv noch negativ bemerkbar gemacht, was aus meiner Sicht eigentlich was Gutes ist. Beim First Touch allerdings empfand ich die Gummispikes als eher negativ, da eben zwischen dem Ball und dem Fuß eine Extraschicht besteht. Ich persönlich bin eben eher ein Fan von einem direkten Kontakt zum Ball, aber nach einer Woche Training muss ich sagen, dass man sich relativ schnell daran gewöhnt. Kleine Zwischenfrage, Bros. Seid ihr eher jemand, der über Jahre hinweg dasselbe Fußballschuhmodell spielt oder seid ihr jemand, der hin und wieder auch mal andere Modelle ausprobiert? Mal Nike, mal Puma, mal Adidas. Schreibt es mal in die Kommentare und an diejenigen, die über Jahre hinweg dasselbe Modell spielen, schreibt mir mal auch rein, welches Modell das ist. In der neuen Adidas-Werbung zum Predator schießt Pogba einen kranken Freistoß mit einer unfassbaren Flugkurve. This can't be fair. Natürlich ist das Ganze dramatischer dargestellt, aber lassen sich vielleicht damit wirklich geilere Freistöße schießen? Ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Auf geht's! Celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box now, stepping up to home. Like straight out the sandlot. Oh, nein, mein Gott. I wake up, flex, thumb down that check. No drip this, what? Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell him run it up. I wake
no drip this. Time to run it up. No sleep, no rest. Might crash, might. But first I stretch. Time to run it up. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely. Turn to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. Bevor ich jetzt zu meinem eigenen Fazit komme, fragen wir doch einfach mal Loris, ob er bei den Freistößen einen Unterschied zwischen den Predatoren gemerkt hat. Wie sieht's da aus, Loris? Ja, also ich fand, du hattest viel mehr Drall mit den neuen Predator, aber du hast es noch mit einberechnet. Ja. Deswegen sind viele Bälle, fand ich, hier neben das Tor, weil er einfach zu viel Drall drin hatte. Der Schuh hat zu viel Drall gemacht. Ist wahrscheinlich Gewöhnungssache. Ja. Ich habe mich auch, muss ich sagen, mit den alten Predatoren wohler gefühlt, aber dazu jetzt gleich mehr beim Fazit. Beantworten wir direkt die Frage aller Fragen. Bekommt man mit dem neuen Predator Mutator einen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen Modellen? Jein. Zum einen hat man es bei den Eckbällen vielleicht gesehen, dass man echt viel Effet auf den Ball kriegt. Aber bei den Freistößen zum Beispiel habe ich mich mit den alten Predatoren einfach wohler gefühlt und da sind die Dinger viel besser in den Winkel gesegelt. Aber ich glaube, das alles ist einfach nur Gewöhnungssache. Das Potenzial ist auf jeden Fall mit den Schuhen da. Die Passform ist allerdings ein bisschen enger geworden, also vielleicht nicht mehr der Schuh für die allzu breiten Füße. Falls ihr einen normal breiten Fuß habt und sowieso gerade auf der Suche nach einem neuen Schuh seid, dann schaut ihn auf jeden Fall mal an. Ich sag euch, er braucht Gewöhnungsphase, aber vielleicht seid ihr dann der neue Pogba. Bros, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace out.